Wie hat sich denn die Kriminalität im Gegensatz zum Vorjahr verändert, auch in Bezug auf die Pandemie? Sie hat sich positiv entwickelt, wenn ich an unsere Aufklärungsquote denke. Wir haben eine Aufklärungsquote von 69,7%, das ist der Spitzenwert in Hessen. Darüber freue ich mich sehr. Wir haben eine leichte Zunahme der Gesamtzahlen. Wir liegen jetzt bei 18.671 Straftaten. Wir hatten vor Jahren noch über 23.000, also daran können Sie gut erkennen, dass wir rückläufige Straftaten auf eine Langzeitbetrachtung hingesehen haben. Das freut mich sehr. Die Corona-Situation, also die pandemischen Folgen im Bereich der Polizei, haben sich ausgewirkt. Wir haben Rückgänge im Bereich der Straßenkriminalität um 10,8 Prozentpunkte. Das ist viel und das ist erfreulich. Und das wirkt auch, so hoffe ich, auf das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger hier in Osthessen. Leider mussten wir eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten anzeigen, fertigen, wegen Corona-Verstößen. Und wir hatten insgesamt 140 Einsätze, allein hier in Osthessen, bei denen Corona-Gegner auf die Straße gegangen sind. Das hat die polizeiliche Arbeit beeinflusst und natürlich der Gesundheitsschutz auch meiner Kolleginnen und Kollegen ist ein wichtiges Moment unserer Arbeit. Die Sexualdelikte, die haben sich in diesem Jahr um 54% gesteigert. Wie kam es dazu und wie ist da der aktuelle Stand? 493 Fälle haben wir im vergangenen Jahr registriert. Das sind über 170 mehr als im Vorjahr. Das ist eine gewaltige Zahl für unseren Dienstbezirk. Gründe dafür, weswegen die Zahlen derart ansteigen, sind unter anderem neue Ermittlungsansätze, die wir unter anderem aus den USA erhalten. Hier haben die Provider eine Meldepflicht, immer dann, wenn pornografische Bilder im Netz hin und her gesandt werden. Und eine Firma, die für den Staat dort arbeitet, bereitet diese Daten auf und über den internationalen Rechtsverkehr kommen wir an die IP-Adressen der Täter dran und somit haben wir mehr Fälle und mehr Ermittlungsansätze. Letztendlich hält das nur das Dunkelfeld auf und ich glaube, dass das Dunkelfeld in diesem Bereich sehr, sehr groß ist. Sie haben ein neues Projekt ins Leben gerufen, die Digital Natives. Was hat es damit auf sich und was soll das Ganze bewirken? Ja, wir wollen nicht nur repressiv vorgehen, sondern auch präventiv. Repressiv haben wir 15 Ermittler eingesetzt, die nichts anderes tun, als sich mit Straftaten im sexuellen Bereich von Kindern zu befassen. Präventiv haben wir dieses Projekt aufgesetzt. Wir haben im Februar diesen Jahres dazu einen digitalen Fachtag mit 120 Schulleiterinnen und Schulleitern des Landkreises Fulda durchgeführt, um aufzuklären, um Straftaten zu verhindern, aber auch um Straftaten zu erforschen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.